Hallo und willkommen zu meiner Vorstellung von dem Jobhealer ICO. Das läuft jetzt noch 9 Tage. Ich habe mich entschlossen, die zu machen, weil ich es recht interessant finde und mir gedacht habe, ich stelle das einfach mal schnell vor in Deutschland. Erstmal geht es um ein automatisches Investitionssystem, das autonom läuft. Dazu werden sogenannte Jobs-Token genommen, benutzt. Die kann man dann entweder hier im Investitionssystem laufen lassen. Man kann auch das Risikolevel wählen. Außerdem kommt man noch Zugang zu einem Sondertool. Das schauen wir uns kurz mal an. Wie gesagt, ICO läuft noch 9 Tage. Das ist am 7. März vorbei. Am 10. bekommt man die Jobs und die Investitionsplattform beginnt. Ja, kurz danach wird es dann in Kryptobörsen angeboten. Also man kann die dann auch später noch kaufen. Und später folgen noch weitere Investitionspläne. So, schauen wir uns jetzt mal von innen an. Hier ist das Dashboard. Wie man sieht, habe ich 100 US-Dollar investiert. 5 gab es als Bonus. Unter Buydrops, genau hier. Entschuldigung. Kann man wählen, wie viel man haben will. Man kann hier auch eine andere Währung auswählen. Und den Betrag. Also hier kann man eine Einzahlung tätigen. Interessant ist vor allem das Arthur. Hier sieht man Arbitrage-Möglichkeiten. Zum Beispiel unterscheidet sich OKX bzw. Monero bei dem von OKX zu HitBTC um 8 US-Dollar circa pro Stück. Das entspricht etwa 3%. Man könnte also hier kaufen, dort verkaufen und damit einen Gewinn machen. Das ist jetzt bei Monero je nach Kapital nicht so interessant. Wenn man aber zum Beispiel Ripple hat oder beziehungsweise wenn die Transaktionsgebühren recht niedrig sind, dann ist das auch schon mit kleineren Beträgen interessant. Und hier ist auch schon auch ab und zu mal 5% oder 8% oder 10% drin. Man kann sich außerdem hier unter Settings die Kryptowährung auswählen, die getrackt werden sollen und die Börsen. Außerdem kann man sich E-Mail oder Telegram Nachrichten schicken lassen. Kann man hier noch einstellen, was für Bedingungen. So. DEX ist jetzt noch nicht verfügbar. Das wird das Investitionssystem. Schauen wir uns am besten noch mal kurz das White Paper an. Hier, das ist insgesamt interessant. Wer sich kostenlos anmeldet, kann ja auch selbst gerne reingucken. Ich weiß nicht, ob das sonst verfügbar ist. Es ist insgesamt eine ganze Menge. Hier ist das Trading-System noch mal genauer erklärt. Insgesamt sind es eine ganze Menge Strategien, die kombiniert werden. Hier ist das Drop Wallet. Man hat, wie gesagt, dann später ein DEX Investment Wallet und ein Drop Wallet. Das hier ist das Wallet zum Nutzen von dem Geld, zum Verschicken und so weiter oder einfach zu behalten. Während das hier das Wallet zum Investieren und zum Traden ist. Man kann sich die Risikostrategie aussuchen, allerdings nur einer pro Account. Man kann aber mehrere Accounts machen. Das ist ausdrücklich erlaubt. Hier sind Profitangaben von 24 bis 45% im Safe-Modus. Das kommt mir als Trader eigentlich etwas hoch vor. Andererseits habe ich mein Kapital mit Kryptowährungen in 2 Monaten verdoppelt. Ich will es nicht ganz ausschließen. Das bleibt abzuwarten. 2 bis 3% monatlich, das ist auf jeden Fall realistisch. Dann kommt das hier übers Jahr eventuell auch hin. So, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Leute hinter Drop hier. Erstmal hat es in Kalifornien begonnen. Das ist ein richtiges Team dahinter. Insgesamt finde ich die Idee ganz interessant. Ein automatisches System für Investitionen, das keine Möglichkeit für Betrug liefert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer sich das Ganze mal anschauen will, der findet das Ganze unter diesem Link. bit.ly dropdex. Für diejenigen, die sich anmelden und eine Einzahlung tätigen, also investieren, die sollten am besten kurz einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Dann kriegen Sie von mir eine Einladung zu einem exklusiven Webinar über das Arbitrage Trading mit Tropex. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.